So, wir gehen schon direkt wieder rein in die nächste Aufgabe, nämlich Eliminierungen in verschiedenen Matches. Bedeutet eigentlich ganz simpel, ihr müsst in 5 Runden jeweils einen Kill machen. Also es zählt nicht, in einer Runde 5 Kills zu machen, sondern in jeder Runde einen Kill. Wenn ihr keinen macht, zählt es halt nicht. Macht ihr wieder nächste Runde einen Kill, habt ihr eins von 5 erreicht. So, das Ganze würde ich sagen, müsste eigentlich am schnellsten echt in Gruppenkeile auch gehen. Wenn wir nämlich direkt rüberfliegen. Wir probieren das Ganze jetzt mal aus. Ansonsten gehen wir halt echt in Solo und gehen halt in irgendeine Stadt. Und die alten Hasen unter euch wissen ja, Ladebildschirmzeit gleich Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber jetzt schon mehrmals geholfen habe. Lass mir gerne dein Abo da. Ich freue mich natürlich drüber. Die anderen freuen sich auch drüber. Denn bei 510 Abonnenten kommt auch schon die nächste Passive-Zahl da unten hin. Und natürlich hast du dann auch schneller die Möglichkeit, den Code zu knacken. Glocke aktivieren hilft natürlich auch, weil jedes neue Video könnte schon die nächste Zahl drin stehen. Und wie gesagt, wenn du keine Aufgabe mehr verpassen willst oder eine Lösung suchst, bei mir wirst du sie definitiv finden. Ansonsten schreib es einfach in die Kommentare. Und da werden wir natürlich schon eine Lösung finden, würde ich sagen. So, ich würde sagen, wir fliegen sogar echt zu Lazy Lake. Auch wenn es gefährlich ist. Weil der Gegner natürlich vor uns da ist. Aber ich lande trotzdem da. Einfach einen Kill machen, wieder rausgehen aus der Runde. Nächste Runde, fertig. So. Und dann wegen dem Code unten. Wie gesagt, wenn du wissen willst, wie das mit dem Code genau funktioniert, einfach mal in die Videobeschreibung gehen. Da habe ich ein extra Video einmal gemacht, wo ich mich vorstelle. Und wo ich das auch erkläre mit dem Code. Also, check einfach mal das ab und gerne, wie gesagt, ein Abo da lassen. Alle anderen natürlich gerne ein Like da lassen. Und schreibt auch gerne mal was in die Kommentare. Ist ein bisschen ruhig geworden in letzter Zeit, aber ist klar, es gab 3 Tage kein Fortnite. Von daher ist das schon alles okay. So, die Runde startet dann jetzt auch endlich mal. Das ist voll ungewohnt, hier eine grüne Dings zu sehen. Aber so macht immer noch 250 Schaden, wenn du einen Headshot machst. So. So, die Gegner sind jetzt schon alle raus und werden zu Lazy Lake definitiv rübergehen. Wir versuchen natürlich schnellstmöglich uns eine Waffe zu schnappen, einen Kill machen und dann wieder abhauen. So. Aber ihr könnt natürlich auch Solo-Modus machen oder Arena-Modus und genau dasselbe machen. Aber bei Gruppenkeile weiß ich halt, sobald man einen Teil der Aufgabe geschafft hat, kann man rausgehen und es zählt trotzdem noch. Wie das Ganze natürlich jetzt aussieht in Solo-Matches, kann ich euch jetzt nicht sagen, weil ich bin eigentlich immer froh, wenn ich einen Teil der Aufgabe gemacht habe und logischerweise schon weiter bin im Spiel. Ach, der geht mir ins Boot. Gucken, ob man abgefangen bekommen. Zack, da haben wir schon unseren Kill. Gleichzeitig auch unseren Kill bei Lazy Lake. So, dann würde ich sagen, gehen wir dann nämlich direkt mal wieder raus. Dann habt ihr nämlich einen Kill schon gemacht. Geht direkt wieder rein in die nächste Runde. Versucht natürlich dasselbe wieder zu wiederholen. Ihr könnt natürlich die Runde auch ganz normal spielen. Aber das ist halt jetzt nur mal die schnellste Variante, wie man diese Aufgabe lösen kann. Wir versuchen das Ganze natürlich jetzt noch einmal. Ob es funktioniert, sehen wir natürlich gleich erst. Und falls du jetzt auch Abonnent bist, darfst du natürlich gerne auch jetzt liken und auch kommentieren. Und wie gesagt, ich lade euch jede Aufgabe hoch, die es zurzeit zu machen gibt. In Season 10, wie gesagt, ich habe jede Tagesaufgabe gemacht, jede Wochenaufgabe, Eventaufgabe. Irgendwie habe ich immer selber auch eine Lösung gefunden. Aber wenn natürlich immer noch Fragen bestehen, einfach in die Kommentare hauen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo fliegen wir jetzt hin? Jetzt müssten wir eigentlich zu den Docks rüber. Oder halt zur Frenzy Farm. Ich würde eher sogar sagen, ob die direkt zu den Docks rübergehen. Ich weiß halt nicht, wie die Farm an sich aussieht, wie es da loot-technisch aussieht.
Das ist jetzt die Frage. Oder, ne, wir gehen zu Salty rüber. Ist das Salty? Ja. Und wie gesagt, in meinen Tipps-Videos habe ich euch ja gesagt, guckt direkt, dass ihr jeden Ort schon mal besucht habt, weil es hilft euch halt ungemein. Gerade wenn ihr dann mal mit anderen spielt, wenn dann kommt, komm, lass uns zu, was sagen wir jetzt, Salty Springs springen und du stehst da, wohin will der? Weil du nämlich noch die drei Fragezeichen da hast. Deshalb definitiv erstmal alle Orte, zumindest mal namentlich erkunden. Ja, Gegner höre ich. Natürlich oben. Ja, Pampammer. Natürlich eine graue. Das war's an der Stelle wieder mal komplett. So, gucken, ob hier schon irgendein Gegner rumgeiert. Ah, das war natürlich der Vorführeffekt. Ja, hier ist aber, glaube ich, keiner. Ich höre mal. Ne, ich höre hier auch keinen. Aber der mit seiner Pump, ey, das musste natürlich sein. Aber ihr habt gesehen, wie schnell ihr einen Gegner findet. Ohne Gruppenkeile kann man eigentlich, glaube ich, sogar fast jede Aufgabe am besten machen. Aber da war halt auch der Baufehler und ich dachte, er wäre eigentlich oben noch im Haus. Ah, die Angel. Schallus. Hab ich gerade eine Kuh gehört? Ich hätte gerade schwören können, ich hätte eine Kuh gehört. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Ja, hier müsst ihr auch drauf achten. Hier gibt es extra 10 EP, wenn ihr nochmal auf das Blaue trifft. Bei dem Schwachpunkt. Mal gucken, ob wir so runterholen können. Es gibt nämlich, glaube ich, auch nochmal extra EP, wenn ihr die ersten seid, die Vorratslieferung öffnen. Ja. Alter! Jetzt mal ohne Quatsch! Ihr habt's gesehen, ich habe Dauerfeuer auf den drauf gehalten und es hat nichts connected. Was ist das denn für ein Blödsinn? Also manchmal frage ich mich echt, ob ich einfach zu blöd bin für dieses Spiel. Das kann doch nicht sein, dass ich da nichts treffe. Also ohne Quatsch, da frage ich mich echt manchmal, ob es nur mir so geht oder euch auch. Toll, bin ich hier im Arsch der Welt. Wo war die dumme Kuh? Ach, da hinten. Ich hol mir die. Ist mir jetzt egal. Aber ich sag ja, ich bin nicht der beste Spieler, aber bei mir habt ihr definitiv immer was zu lernen. Wo ist er denn hin? Gebaut hat sie definitiv, aber ich sehe sie nicht. Ach, da. Da wieder! Ey, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Wie oft hat die mich jetzt geholt? Dreimal? Also ich finde auch das Zielen am PC mit Controller ist so ungenau. Wenn ich überlege, wie das an der PlayStation war oder ist.
Hat jetzt einfach die Luft geschossen. Aha. So nicht. Na, da haben wir auch schon direkt den nächsten Patienten. Er versteckt sich in einem Baum. Da, es macht aber auch so keinen Spaß zu spielen, ohne Quatsch. Ich merke selber, wie der Controller nicht rumzieht. Das ist echt nervig. Ach, ne. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen mit der Aufgabe. Das hier wird mir gerade zu bunt. In dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit den Aufgaben. Und haut rein.